Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maurice und ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Fritzbox an Ihrem Glasfaseranschluss installieren und in Betrieb nehmen können. Prüfen Sie bitte den Inhalt des Pakets. Darin muss enthalten sein die Fritzbox, eine Installationsanleitung, ein Netzwerkkabel, das Glasfaserkabel, ein Netzstecker und die AVM-Servicekarte. Wenn Sie die Fritzbox von uns zugeschickt bekommen haben, haben Sie auch ein sogenanntes Realisierungsschreiben von uns erhalten. In diesem Realisierungsschreiben wird Ihnen mitgeteilt, wann der Hausanschluss in Betrieb genommen werden kann. Es kann sein, dass Sie diesen Hausübergabepunkt bei Ihnen im Eigenheim finden. Das ist der sogenannte ConnectCom. Oder diesen Hausübergabepunkt, der sogenannte Langmatz. Wenn der Langmatz-Hausübergabepunkt bei Ihnen gebaut ist, sollte das Glasfaserkabel bereits stecken. Steckt das Glasfaserkabel nicht, rufen Sie bitte unsere Störhotline an und unsere Störhotline kümmert sich darum, dass das Kabel in diesen Hausübergabepunkt kommt. Für den ConnectCom-Hausübergabepunkt senden wir Ihnen das korrekte Kabel bereits mit. Wenn Sie feststellen, dass das mitgelieferte Glasfaserkabel zu kurz ist, weil Sie Ihre Fritzbox an einem anderen Ort aufstellen möchten, können Sie gerne ein Verlängerungsset bei uns erwerben. Wir bieten Ihnen kostenpflichtig 20 Meter oder 30 Meter an. Das Kabel können Sie ganz bequem bei uns in unserer Hotline bestellen. Damit wir mit der Installation und der Steckverbindung beginnen können, benötigen wir die Fritzbox, das Netzteil der Fritzbox und das Glasfaserkabel. Wenn Sie den Langmatz-Hub haben, nehmen Sie das Kabel, entfernen die Staub- und Schutzkappe. Beachten Sie bitte dabei, dass das Kabel nicht geknickt wird und dass Sie das entsicherte Ende des Kabels nicht vor die Augen halten. Dieses Kabel stecken Sie dann in die Fritzbox. Die Fritzbox muss ebenfalls entsichert werden, damit das Kabel gesteckt werden kann. Wir haben jetzt die Steckverbindung hergestellt und die Konfiguration angestoßen. Dieser Vorgang dauert maximal 10 Minuten und startet automatisch. Kann nach 10 Minuten keine Internetverbindung hergestellt werden, ziehen Sie bitte den Stecker der Fritzbox, warten Sie 5 Minuten ab und stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose. Können Sie danach keine Internetverbindung herstellen, rufen Sie bitte bei uns in der Störhotline an und die Kollegen helfen Ihnen gerne weiter. Das war's auch schon. Wir haben die Fritzbox und Ihren Glasfaseranschluss nun in Betrieb genommen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen, viel Spaß mit Ihrem Produkt und wünschen Ihnen alles Gute.